It's Anya time. Wir hatten letztens eine ziemlich umfangreiche Diskussion auf Twitter und es ging um das Thema Medienkompetenz. Ob Medieninvestitionen in die Medienkompetenz das sein, was uns jetzt weiterhilft. Ich bin nicht der Ansicht und werde jetzt begründen, warum. Und zwar haben wir es ja im Moment mit einer Inflation der Kompetenzbegriffe zu tun. Jeder erfindet ja im Moment im Wochentakt neue Kompetenzen, die dann im Idealfall er selbst oder sie selbst dann schulen kann, will. Und das ist natürlich so kleinteilig geworden, dass auch jeder wirklich komplett den Überblick verloren hat, wie das alles so zusammenhängt. Ich habe damals in meiner Diss, hier, Überflow, könnt ihr hier an der Uni Kassel, könnt ihr das downloaden. Ich werde unten den Link auch reinposten. Und da habe ich mal versucht, einen Überblick mir zu verschaffen, was denn mit Kompetenz derzeit so gemeint ist. Derzeit ist schon ein paar Jahre jetzt her, aber so wesentlich hat sich da nichts verändert, außer dass noch zusätzliche Kompetenzen erfunden wurden. Und ihr könnt das da im Detail nachlesen. Unter anderem gibt es da auch ein Kapitel zur Medienkompetenz. Nicht nur die Medienkompetenz, das ist ja dann immer weiter, Medienkompetenz kommt aus dem alten Zeitalter des Fernsehens. Es ging darum, dass die Menschen dazu befähigt werden, zu analysieren, ob jetzt diese Fernsehbilder zum Beispiel, ob die der Wahrheit entsprechen oder ob das eine gewisse Lenkung des Blickwinkels auch letztlich entspricht. Und daher kommt dieser Medienkompetenzbegriff und der wurde jetzt irgendwie, wird er von Leuten, die sich nicht unbedingt in der Tiefe mit der Thematik auseinandergesetzt haben, wieder ins Spiel geworfen, dass man doch jetzt gefälligste Medienkompetenz zu vermitteln habe, damit eben diese Wahlen nicht so ausgehen, wie sie ausgegangen sind. Und das ist im Grunde halt, wie gesagt, der alte Begriff irgendwie, das alte Verständnis, dass es da irgendwelche Wahrheiten, Pseudo-Wahrheiten gibt, die irgendwelche Menschen verströmen und die anderen sollen das gefälligst analysieren können. Ich halte das für zu verkürzt. Es gibt auch andere, die das dann begleiten, noch andere Kompetenzen. Es gibt die IT-Kompetenz, es gibt die Internet-Kompetenz, es gibt eine Netzwerkkompetenz. Es gibt Handlungskompetenzen, es gibt, wie heißen die hier, habe ich auch schon wieder vergessen, Gestaltungskompetenz und so weiter und so fort. Also eine Vielzahl und Fülle an Kompetenzen. Mir wurde selbst auch vor einigen Jahren von Leuten aus der Bildungsindustrie, aus dem Bildungsbusiness gesagt, wie man sowas auch aufsetzt. Das ist nämlich, dass man eine Kompetenz entwickelt, die auseinanderklamüsert und dann in Paketen dann beschult, sodass jeder weiß, was er kriegt. Und dann nach Modul 1 kann er diesen Kompetenzumfang beherrschen am Modul 2. Daraufhin haben wir auch selber die kollaborative Kompetenz entwickelt. Ihr könnt euch das hier anschauen, haben Fitnesstest dazu entwickelt. Und in der Zwischenzeit würde ich nicht mehr den Kompetenzbegriff dafür nutzen, wenn ich konsequent bei meiner Argumentation bleibe, dass es nämlich gar kein Plural gibt an Kompetenzen. Das ist die Theorie gewesen von einer Frau, die ich auch im Rahmen meiner Arbeit hier gelesen hatte, und zwar eine Dissertation. Müller-Rückwitt heißt die Frau, die sich nur dem Thema Kompetenz gewidmet hat, sehr lesenswert. Und sie kam dann zu folgendem Schluss, und für mich ist das absolut nachvollziehbar, das mögen aber manche Pädagogen nicht so. Ich zeige euch das jetzt mal auf. Und zwar, passt auf, stellen wir uns vor, es gibt einen Mensch A. Und dieser Mensch stößt zu einem bestimmten Zeitpunkt auf ein Problem P. So, und hier stößt er da drauf und jetzt soll dieser Mensch dieses Problem lösen. Was braucht dieser Mensch? Genau diese Kompetenz, dieses Problem lösen zu können.
Was braucht er dafür? Dafür braucht er bestimmte Fähigkeiten. Dazu braucht er bestimmtes Wissen. Dazu braucht er vielleicht auch ein paar Fertigkeiten, manuell vielleicht auch. Und ja, damit, das wäre es eigentlich schon. Vielleicht auch noch ein paar soziale Komponenten, um mit Menschen klarzukommen. Und da fängt es nämlich jetzt an. Dieses Wissen zum Beispiel muss er ja gar nicht heutzutage selber haben, sondern er muss eigentlich nur wissen, dass er die Leute anzapft, die wiederum weiteres Wissen haben, das sie zuliefern können. Das heißt, er muss diese Kompetenz mitbringen. An Fähigkeiten braucht er eigentlich auch nicht selber die Fähigkeiten. Er muss wissen, wo er diese Fähigkeiten findet, wer also diese Fähigkeiten mit beitragen kann, damit dieses Problem da hinten gelöst wird. Genauso bei den manuellen Fertigkeiten, die muss auch nicht jeder, muss auch nicht selber schrauben können. Man muss einen kennen, der dann schrauben kann, und den muss man dann dazu nehmen können. Und bei den sozialen Kompetenzen, sozialen Befähigungen, Social Skills heutzutage, geht es halt im Grunde darum, genau mit diesen Dingern eigentlich umgehen zu können. Das heißt, es ist gar keine separate, sondern was man braucht, ist halt im Grunde eine Person, die dazu fähig ist, sich alles dann im Zugriff zu holen. So, und dann kann man dieses Projekt, dieses Problem lösen, idealerweise. Wäre dieser Mensch, sagen wir mal, ein Mensch namens B, stößt an einem anderen Punkt auf dieses Problem, kommt vielleicht aus einem anderen Kontext, hat andere Voraussetzungen, hat eine andere Sozialisation, er kommt dahin, muss auch dieses Problem lösen. Der braucht nicht unbedingt die gleichen Voraussetzungen wie dieser Mensch und nicht die gleichen Kompetenz, die gleichen Fähigkeiten und Fälle, sondern er braucht wiederum ein sehr spezifisches anderes. Und das kommt dann auch auf die Kultur an, in der er aufgewachsen ist, wie freundlich die dann sind, auf die Infrastruktur. Und damit sind wir nämlich bei dem Punkt, den ich für den Wesentlichen erachte. Es kommt nämlich einerseits auf die individuelle Kompetenz an, also diese Fähigkeit einer Person, dieses Problem lösen zu können. Es kommt natürlich, und das wird dann immer gerne verschwiegen, auf die Kultur an, nämlich die umgebende Kultur, die diesem Menschen überhaupt erstmal erlaubt, dieses Problem lösen zu dürfen. Und dann kommt es auf die dritte Ebene an, das ist die Infrastruktur. Weil zum Beispiel, wenn man kein Internet hat, dann kann man es noch nicht mal auf Wikipedia nachschauen, wie man denn jetzt da vielleicht vorzugehen hat. So, und das sind im Grunde drei Komponenten, die man alle zusammen nur im Zusammenspiel dafür braucht, um dieses Problem zu lösen. Und jetzt immer dann an den Menschen, an den einzelnen Menschen rumzudoktern, dass die gefälligst an sich selber arbeiten, um dieses Problem zu lösen. Das ist der falsche Ansatz, sondern wir brauchen einen systemischen Ansatz. Und das ist genau der Punkt, auf den ich hier hinaus wollte. Und damit sind wir nämlich bei einem weiteren Punkt, nämlich, dass wir jetzt ja angesichts dieser VUCA-Welt, also dieser unsicheren Zeiten, in denen wir uns bewegen, im digitalen Zeitalter, wo sich alles verändert, dass da ja bestimmte Menschen jetzt an Systemen basteln, um vielleicht die Jobs der Zukunft mit bestimmten Kompetenzprofilen auszustatten, zu statten und dann auf die Suche zu gehen, dass Menschen dieses Kompetenzprofil dann auch mitbringen, damit sie halt für diese Firma arbeiten können. Und ich halte das selber für vermessen und glaube auch nicht, dass das funktionieren kann, weil nämlich gar keiner so im Vorfeld vorausschauen kann. Das ist ein altes Verständnis, ein altes mechanistisches Verständnis, dass Menschen glauben, sie könnten für ein bestimmtes Problem die genau exakten Kompetenzen und Fähigkeiten vorhersagen, die es braucht, um dieses Problem lösen zu können. Und das dann sehr mechanistisch den Menschen beizubringen, dass die irgendwie da zuliefern können und das zu beheben. Ich denke, wir kommen in ein anderes Zeitalter. Wir kommen in das Zeitalter, dass wir mit Menschen arbeiten, egal ob mit A oder B, je nachdem, wer gerade zur Verfügung steht, für einen Job X. Und wer da Lust drauf hat auf diesen Job, und dann muss man schauen, wie man diese Verbindung hinbekommt. Und das wird die Herausforderung sein, für die wir auch die Maschinen und die Algorithmen brauchen.
Und wir werden das nicht mehr vorhersehen können, wir werden das nicht mehr zerlegen können in einzelne kleine Schritte, die wir dann irgendwie beschulen können. Das ist ein Zeit, ist aus dem 20. Jahrhundert, das Denken. 21. Jahrhundert wird ganz anders aussehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier verständlich gemacht habe, aber wir können ja mal anfangen, darüber weiter zu diskutieren. Bis dahin, bye bye.